Hallo, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagmorgen, einen wunderschönen Sonntag. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, wir greifen heute die Energien und fragen die Energien, was sie für eine Botschaft für dich haben, was sie dir mitgeben möchten. Jetzt in der aktuellen Situation, in der aktuellen Energie, ja, was möchten dir die Energien sagen? Sind ja auch immer Hilfestellungen und auch so ein bisschen so dieser kleine Kick irgendwie für dich. Schau da mal genau hin, ne? Und das hängt, da hängt hier noch ein bisschen bei dir, um für dein Weiterkommen, ne? Dass du weiterkommst, wenn so ein kleiner Stopp drin ist. Ja, wir schauen jetzt mal in die Energien rein und ich finde es wieder so schön, euch alle hier begrüßen zu dürfen. Ich freue mich da immer sehr darauf, auch all die ganzen Kommentare, die ich jetzt endlich geschafft habe, alle wieder zu beantworten. Aber ihr wisst ja, die Wertschätzung, die ihr mir durch die Kommentare entgegenbringt, diese Wertschätzung möchte ich euch auch wieder entgegenbringen, weil es mir sehr wichtig ist. Und von daher möchte ich mir immer Zeit nehmen, zum Kommentieren für jede einzelne Nachricht und das nicht alles so schnell zwischen Tür und Angel so, ja, einfach so zu machen. Das ist, da ist mir die Wertschätzung, die ich euch gegenüber habe, viel zu groß und das habt ihr auch nicht verdient. Ne? So, ihr wisst ja, das sind Legungen fürs Kollektiv. Kann, muss nicht für jeden zutreffen. Und wenn du jetzt dich jetzt hier nicht angesprochen fühlst, wenn du sagst, oh, ich spüre irgendwie von der Energie, es ist jetzt nicht so ganz stimmig für mich, dann bitte schalte ab. Das ist absolut in Ordnung. Ich sage es nur gerne immer wieder dazu, weil es sind ja auch immer wieder, was mich sehr freut, neue Zuschauer mit dabei, die hier das erste Mal mit auf dem Kanal sind. Und von daher ist es mir immer ganz wichtig, die Infos auch immer wieder mit weiterzugeben. Ne? Und ihr wisst ja auch, wenn du jetzt hier schon dich auskennst hier mit dem Kanal, dann kannst du ja einfach auch vorspulen. Das ist ja alles überhaupt kein Problem. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass ihr alle da seid und ja, dass ihr mich hier treu mit begleitet auf meinem Kanal. Okay, dann schauen wir hier mal rein, was euch die aktuellen Energien mitgeben möchten. So, was ich auch noch gerne sagen möchte, ich habe die Erfahrung machen dürfen von einem Face Reading. Face Reading, also ich wusste nicht, was ein Face Reading ist und es hat mich so, ich war so beeindruckt. Also es geht wirklich einige Stunden und da wird aus dem Gesicht gelesen, von den Gesichtszügen und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es jederzeit wieder tun, weil es war für mich ein wundervoll großes Geschenk gewesen. Also diese Erfahrung machen zu dürfen und vor allem, was es mir auch gebracht hat. Es waren so viele Fragen für mich gewesen, was auch mit der Vergangenheit zu tun hat. Und durch dieses Face Reading, was ich nicht gedacht hätte, habe ich Antworten bekommen. Antworten, die mir gesagt worden sind, was Gesichtszüge, was hier los ist und, und. Also ich kann es wirklich nur jedem wärmstens empfehlen. Es ist einfach was Wundervolles und ich habe jetzt so viele Aha-Effekte bekommen und einfach dieses Warum, dieses große Warum ist mir beantwortet worden. Und auch welche Aufgabe ich jetzt dann hier für mich noch hier zu lösen habe und was meine Aufgabe auch noch ist. Also wie gesagt, es ist traumhaft schön. Ich könnte jetzt hier stundenlang noch weiterreden und euch weiter davon erzählen. Also wenn ihr da Interesse habt, das war die liebe Sultan gewesen und der liebe Patrick, also nicht der Patrick von Angel Readings. Ja, und also die Seite, das ist, ich werde sie auch mal einen Link mit reinstellen oder wenn ihr könnt mich auch gerne kontaktieren, dann werde ich euch den Link auch weiterschicken über WhatsApp. Also wie gesagt, ich kann es nur absolut wärmstens empfehlen. Ich habe es ist so eine wundervoll schöne Erfahrung machen dürfen. Und ja, liebe Sultan, solltest du das hier sehen, auch auf diesem Weg nochmal ein ganz, ganz, ganz großes und liebevolles Dankeschön an dich. So.
Dann gehen wir jetzt hier mal weiter mit der Legung. Was möchten dir die aktuellen Energien mitgeben? Ach, da haben wir noch eine. Nehmen wir die hier. Hier gerne noch was und jawohl. Okay. Also, was euch die aktuellen Energien mitgeben möchten. So wie es für mich aussieht, du bist hier dabei, hier ist dein Gegenüber, dein Wunschpartner, dein Partner. Auch wenn du Single bist, wenn du jemanden kennenlernst. Also hier ist es so, ich sehe dich. Ich sehe dich, dass du dich so ein bisschen gefangen fühlst, ne? Also diese so in dir selbst, so dieses eng gefangen halten, zurückgehalten. Also ich habe so die Ängste, die Unsicherheit, ne? Und da ist auch so die Sehnsucht nach dem Unerfüllten. Und hier sehe ich aber auch, dass du dich hier, dass es dein Weg ist, befreie dich. Befreie dich hier aus deiner inneren Gefangenschaft, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken darf. Und hier geht es bei dir definitiv um Ängste, Unsicherheiten. Hier geht es um Verstrickungen, also hier auch karmische Verbindungen. Also hier geht es um Blockaden lösen, was ich jetzt hiermit habe. Hier geht es das Trennen von Altem, Altes auflösen. Na? Das haben wir hier. Und es ist auch so. Schattenthemen habe ich ja auch hier. Schattenthemen sind mit dabei. Und dieses, du weißt nicht genau wie, wo, was, so genau wohin, ne? Und was ich hier auch stark mitgeprägt habe, was genau direkt neben dir liegt, das ist hier von deinen Gedanken her, ne? Was ich jetzt alles hier auch angesprochen habe, dass das so ein allgemein gesehen für dich ein Mangeldenken ist, ne? Und hier, wenn du jetzt mit dem einen oder anderen hier sagst, okay, der ein oder andere Bereich, was jetzt hier angesprochen wurde, Ängste, Unsicherheit, Ziellosigkeit, Schattenthemen, ne, karmische Verstrickungen, irgendwie sowas, wenn du dich angesprochen fühlst, dann ist es auch wirklich so, egal welches Thema es ist, du, die Energien möchten dir mitgeben. Es ist jetzt, greife jetzt die Zeit und löse dich. Löse dich von den ganzen Verstrickungen, von dem Unangenehmen und lenke deine Gedanken auf deine Wünsche, auf deine Sehnsüchte, ne? Auf deine Bedürfnisse, auf dein Glück, auf das Gute. Also die Gedanken steuern, die Gedanken ändern. Und ganz, ganz wichtig, achte hier wirklich auf deine Gedanken, auf die positiven Gedanken. Verbinde deine Gedanken, deine Wünsche mit den positiven Gefühlen. Und wähle auch deine Worte gut aus, weil die Worte haben sehr viel Macht, was das Universum, die Fülle hier betrifft, das Große, ne? Und weil die Worte, die sind auch sehr stark. Also nicht so dieses, naja, wird schon irgendwann und bitte, bitte, ne? Und könnte ja und wäre schön, sondern jetzt. Ne? Dieses Bestimmende für dich auch, als ob du es jetzt alles schon hast. Und ganz wichtig, nimm auch deine Gefühle hier mit rein. Löse dich von dem anderen. Ne? Also wenn es hier Verstrickungen, weil hier, das sagt mir, die Energien möchten dir sagen, so unangenehme, so Verstrickungen mit Personen, mit Situationen, von deinem Denken eben auch, dieses Durcheinander, dieses Achterbahnfahren, ne? Karmische Themen, Blockaden. Entscheide dich dafür, dass du sie jetzt auflöst, dass du jetzt daran arbeitest, dass du rausgehst aus dem Ganzen, dass du hier in dein Sein selbst wieder komplett zurückkommst, dass du dich nicht runterziehen lässt von den ganzen Sachen, weil der Mangel entsteht für dich selber, dein Mangeldenken auch. Und das alles, was ich vorhin angesprochen habe, das entsteht.
Es ist durch dein Umfeld eben auch. Und dadurch wirst du runtergezogen und das wird dich nicht weiterbringen. Du wirst hier auf einer Stelle stehen bleiben und wirst auf einer Stelle treten. Da wird's kein Vorwärts geben. Na? Also geh raus und nimm das Ganze hier in Angriff. Das möchten dir die Energien sagen. Nimm es jetzt. Hier, dein Weiterkommen wird deswegen noch blockiert, gestoppt. Und deine ganze Energie, du hast so viel Energie in dir, kannst du rausholen. Auch wenn du denkst, ach, nö, habe ich keine mehr. Ganz sicher, die hast du. Hol deine ganze Energie hier wieder raus und steh auf. Aktiviere deine Leichtigkeit, deine innere Kraft, deine Wertschätzung. Und hol dir deinen eigenen Wert für dich wieder. Strahle ins Leben. Sehe es in bunten Farben und hol dir alles Gute wieder her. Du hast es verdient. Lass die Sonne strahlen. Weil du hast ganz viel Sonne in dir. Und du hast es nicht verdient, dass du hier runter unten einfach bist und dich da runtergezogen wirst und da unten einfach stehen bleibst. Du hast die innere Stärke, du hast dein Selbstbewusstsein, dein Selbstvertrauen. Hol dir für dich deinen Selbstwert wieder, sehe ihn, schau dich an. Und auch dein Wohlbefinden, du bist auf dem Weg wieder hier zu deinem Glück. Na, hier siehst du auch, deine Gedanken steuern hier dein Glück, das Gute. Und die Kraft sind deine Gedanken, deine Gefühle, deine positive Einstellung, na, dein positives Denken. Gib dir selbst die Erlaubnis, weil das sieht so für mich aus, als ob du das hier selbst verbietest, na, dass du es nicht verdient hast. Doch, hast du, auf jeden Fall. Und ja. Öffne hier dein Herz, folge deinem Herzen, hier auf deinen Wunschpartner gesehen. Hier, weil es liegt alles wunderschön für dich da. Hier Gespräche, Kommunikation, Treffen mit deinem Wunschpartner, mit deinem Gegenüber. Hier auch, dass du jemanden kennenlernst, ne? Wenn du jetzt Single bist, haben wir auch, dass du noch jemand anderen kennenlernst. Also hier wird sich wirklich was tun, hier kommt wirklich was in Bewegung. Und hier, das ganz große Glück ist bei dir. Das große Glück in Bezug jetzt hier auf alles, auf die Liebe zu dir selbst, auf wir haben die Liebe zu dir selbst mit hier liegen, wir haben die Freude, wir haben den guten Ausgang des Ganzen hier mit, wir haben die Sinnlichkeit, wir haben sogar hier die Sexualität liegen. Also es liegt wunderschön für dich da, hier die Fülle, was auch das Finanzielle auch betrifft. Also hier liegt alles wirklich da und hol dich hier aus dem Ganzen, aus dieser ganzen Misere selbst raus. Du kannst es. Vertrau dir selbst. Und hier leg dein Misstrauen ab, deine Eifersucht. Hier, das macht dich krank. Na? So, diese Krankheit für dich, diese Schwere, diese Belastung, was hier alles ist, ne? Hier auch was die Aktivitäten betrifft. Auch wenn sich hier beruflich irgendwas ein bisschen negativ anhört oder auch sehr negativ anhört. Auch wenn es hier vielleicht eine Kündigung gegeben hat oder gibt irgendwas oder irgendwas wird hier aufgelöst oder dass du eine Absage bekommen hast. Lass dich nicht runterziehen, wenn du alles, was Negative auch hier für dich ist, hat seinen Grund, weil für dich das Beste in deinem Leben bestimmt ist. Du bist immer beschützt in deinem Leben. Und wenn das nicht ist, dann war es nicht das Richtige für dich, dass du richtig dein Selbst, dich leben kannst, ausleben kannst und deine Bestimmung leben kannst, ne? Und dieses Erdrückende, so erdrückend, du bist so erdrückt, kommst du mir herüber, ne? Also hier komplett raus. Und ich habe hier, du wirst Herzensentscheidungen treffen, was deinen Wunschpartner betrifft, was hier auch berufliches Weiterkommen oder auch schulisch. Hier ist alles das Positive, liegt hier für dich bereit. Aber hier, deine Gedanken steuern deine Zukunft. Deine Gedanken steuern das Jetzt, deine Zukunft und vor allem dein Inneres. Und das ist erstmal das A und O, das Allerwichtigste, dass dein Inneres wieder nach oben gepusht wird für dich, dass du dich selbst liebst, dass du deine Selbstliebe hast, deine Liebe zum Leben. Und lass das Negative hinter dir, beschäftige dich nicht damit. Steh auf und lebe. Lebe dich. Und folge deiner Berufung.
Du wirst deine Berufung, jeder im Mensch hat in seinem Leben eine Berufung und du wirst sie hier leben und lieben. Und hier ist alles im Umbruch, der Neuanfang, es ist alles da. Also greif es und starte durch. Und hier, du wirst wundervolle Nachrichten bekommen. Hier werden wundervolle Treffen stattfinden. Also hier, es ist definitiv hier. Es ist die Fülle, alles liegt da. Und auch hier, wenn hier so Missgunst irgendwas hier vom Außen mit ist, so Schwierigkeiten, Streit, Auseinandersetzung, Ärger, ne? Also bei dem einen oder anderen vielleicht auch hier so ein bisschen Verleumdung oder sonst irgendwas, was hier mit dabei ist. Was du gehört hast, lass es abprallen von dir. Denen ihre Baustelle, nicht deine. Deine Baustelle ist, dass es dir gut geht. Und dass du dich glücklich fühlst. Es gibt nicht jeder Tag ist Sonnenschein, logisch, ne? Aber da liegt es auch daran, wie schnell du dich da wieder rausholen kannst, ne? Und also von daher, du wirst hier Herzensentscheidungen treffen, du wirst deinem Herzen folgen. Aber ganz wichtig, was wir hier deutlich haben, was ich ganz am Anfang auch gesagt habe, wo ich mich auch ziemlich lang dran festgehalten habe, hier sind Themen. Du wirst zur Erkenntnis kommen, dass die Themen vielleicht auch in Träumen bei dir auftauchen. Und die Träume haben dann auch die Antwort für dich. Und wenn, denk darüber nach, geh in dich, deine Ängste und Sorgen, deine Unsicherheiten, lass sie endlich verschwinden. Na? Du kannst das. Und hier, mach es mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen. Komm hier raus aus deinem Stillstand. Na? Aus deiner Einengung. Ihr Lieben, ich danke euch vielmals für euer Sein. Danke, dass es euch gibt. Und danke für eure Treue, die ihr mir jeden Tag und aufs Neue schenkt. Ich wünsche euch noch einen wundervoll schönen Sonntag. Und ich gelobe Besserung mit der Qualität hier. Der liebe Patrick ist auf dem Weg. Er wird mir helfen. Ja, ich glaube, irgendwann verzweifelt er auch mit mir, wie so tollpatschig wie ich bin. Aber er hat so eine Engelsgeduld. Ja. Also wie gesagt, nochmal Entschuldigung hier wegen der Qualität. Fühlt euch ganz fest umarmt, habt noch einen wunderschönen Sonntag und genießt euch, genießt euer Leben. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.